Hey. Geschätzte Ratspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend miteinander. Ich rede jetzt hier, weil ich habe einen Telefonanruf bekommen von einem jüdischen Student in Zürich, der mir gesagt hat, er hat grosse Angst, an die Uni zu gehen. Ich habe dann auch mit anderen jüdischen Studenten in der Schweiz geredet und denen geht es allen ähnlich. Aus der Uni-Besetzung in den USA haben wir gesehen, wie jüdische Studenten angebrüllt worden sind, ihnen den Zugang zu der Uni verwehrt worden sind und vielfach nur noch online an den Unterricht gehen. In Brüssel, Amsterdam und Berlin sind jüdische Studenten zusammengeschlagen worden von den Leuten, die das besetzt haben. All diesen Uni-Besetzungen sind Slogans skandiert worden, die klar als antisemitisch eingestuft sind. Und das auch in der Schweiz. Viele von diesen Demonstrantinnen und Demonstranten sympathisieren mit der Hamas, mit der PLFP oder mit anderen Terrororganisationen. Diese Leute sitzen neben den jüdischen Studenten an der Vorlesung. Darum verstecken ganz viele jüdische Studenten oder wahrscheinlich sogar die meisten jüdischen Studenten ihre jüdische Identität. Sie zeigen ihre Magen David, ihren Davidstern nicht mehr, sie zeigen ihre Kippa nicht mehr. Ich weiss von einigen, die jetzt während dieser Besetzungen nicht an die Uni gegangen sind. Ich weiss von einer Person, die sogar ihre Prüfung aussetzen lassen hat, weil sie Angst hatte, an die Uni zu gehen. Das ist in der Uni Freiburg. Das tut mich wirklich sehr schockieren. Das entspricht sicher nicht unserer Vorstellung von einer offenen und toleranten Gesellschaft. Darum danke ich Stadt- und Kantonspolizei, ETH und Uni Zürich für ihr Eingreifen, für ihr rasches Handeln, dass alle wieder können, ohne Angst zusammen studieren. Danke vielmals.